Am Sonnabend fand im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure auch das Landespokal-Endspiel in Hamburg statt. Oberligameister TSV Sasel empfing dabei Titelverteidiger Teutonia Ottensen. Fünfte Minute der Nachspielzeit. Die letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Teutonia Ottensen mit einem Konter. Am Ende steht Fabian Graudenz in der Mitte goldrichtig. Das 1:0, ein Tor mit Ankündigung. Ich habe ihm das prognostiziert, habe ihm gesagt, ich habe es geträumt, dass du ein Tor machst, und er hat es gemacht. Darum habe ich mich umso mehr gefreut. Und der Trainer hatte mir vor 3 Tagen gesagt, dass er es geträumt hat, dass ich das entscheidende Tor mache und zu ihm laufen werde, und so ist es gekommen, also sehr geil. Es sollte der goldene Treffer des Tages sein. Das Duell Oberligameister gegen Titelverteidiger, es war eines auf Augenhöhe. Ein Klassenunterschied war vor knapp 4000 Zuschauern nicht auszumachen. Teutonia hat ja auch 1-2 liegen lassen, aber wenn wir unsere 1-2 Riesendinger nutzen, dann drehen wir das Spiel oder sind wir voll im Game. Effizienz will ich gar nicht sagen. Letztendlich waren wir einmal oder zweimal ein bisschen zu leichtsinnig, unkonzentriert, was bestraft wurde gegen so einen Gegner. Und ja, dann nachzulegen, hätte ich mir sehr gerne frische Beine, Matchpraxis gewünscht. Für Teutonia ist es nach 2022 der zweite Sieg im Landespokal. Neben 200.000 Euro Siegprämie sind die Kreuzkirchler auch wieder für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Im letzten Jahr ging es dort gegen RB Leipzig. Ich persönlich wünsche mir Bayern München, aber wir nehmen, wer kommt. Ich freue mich über jeden Gegner, habe jetzt keinen persönlichen Favoriten. So, und da kann ich nicht so viel dazu sagen. Also ich glaube, ich freue mich über jeden Gegner. Die Auslosung findet am 18. Juni statt. Die erste Runde ist vom 11. bis zum 14. August angesetzt.